Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Dies könnte mein interessantester Taste-Test sein, den ich bislang gemacht habe. Es ist kein verarbeitetes Produkt oder so, sondern es ist eine Traube. Es ist eine Traubensorte, die es hier in den Niederlanden gibt, die ich auch schon, ich kann ja nicht sagen, ich kenne sie aus den USA, aber ich weiß, dass es sie in den USA gibt. Und es ist die sogenannte Cotton Candy Grape. Das ist eine Traube, die nach Zuckerwatte schmecken soll. Sie hat einen höheren Zuckergehalt als normale Trauben und ist halt so gezüchtet, dass sie nach Zuckerwatte schmeckt. Bevor jetzt mal was sagt, es ist kein genetisch modifiziertes Produkt, also im Sinne von grüner Gentechnik, sondern es ist eine normale Züchtungsmethode. Die Trauben kommen auch nicht aus den USA, sondern die werden hier in Europa anscheinend in Spanien angebaut. Steht zumindest auf der Packung drauf und steht auch auf der Webseite von Albert Heijn. Das ist der einzige Laden in den Niederlanden, der die wohl verkauft. In Deutschland habe ich sie noch gar nicht gesehen. Die sehen so aus. Von der Verpackung her steht also einfach auf Niederländisch drauf Cotton Candy Drauwe Pitloos, also Cotton Candy Trauben ohne Kerne. Sie sind extrem viel größer als normale Trauben, finde ich. Also schon so, wenn das hier mein Daumen ist, schon deutlich größer. Und halt auch so rundlicher und so, ja, wie soll ich sagen, plump irgendwie so. Also nicht so eher länglich wie Trauben, die man sonst bekommt meistens. Und riechen tun sie halt nach normalen Trauben. Und in den USA sagen alle, ist das irgendwie so gespalten. Die Hälfte sagt gefühlt, es schmeckt nur nach Traube. Und warum soll ich jetzt in dem Fall hier 2,89 € für 400 Gramm ausgeben, nicht bio und auch noch in Plastik eingepackt. Und die anderen sagen, das ist das Genialste, was es gibt, weil es exakt nach Zuckerwatte schmeckt. Und das wäre mega cool, weil ich den Geschmack von Zuckerwatte eigentlich mochte. Aber ich hasse alles andere an Zuckerwatte. Ich hasse die Konsistenz zum Beispiel. Ich hasse es, dass es nur klebt. Und ja, dann wäre das auch auf dem Jahrmarkt voll die tolle Alternative für Zuckerwatte, weil es halt Wasser hat und Ballaststoffe und Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralien und all sowas, halt mehr Zucker. Aber es ist besser als Zuckerwatte. Also, ich bin jetzt entweder voll enttäuscht oder richtig happy gleich. Das schmeckt wirklich nach Zuckerwatte. Wie geil ist das denn? Im ersten Moment ist das wirklich genauso, wie wenn man in Zuckerwatte reinbeißt. Das ist genau der Geschmack. Dann wird es traubiger. Und am Ende hat man, ich habe jetzt voll den Zuckerwatte-Geschmack im Mund. Das ist so crazy. Das schmeckt wirklich nach Zuckerwatte, Leute. Dieser vollzuckrige und leicht angebrannte Geschmack ist dabei. Also, die kann ich trotz des wirklich hohen Preises, des wirklich, wirklich hohen Preises von über 5 Euro das Kilo, für nicht Bio, kann ich die total empfehlen. Probiert das mal aus. Ich hab sogar voll Zuckerwatte-Geschmack auf den Lippen. Boah, ey Leute, ist das crazy. Also, gut, dass ich direkt eine zweite Packung gekauft habe. Das ist das genialste Obstprodukt, was ich, glaube ich, jemals gegessen habe. Trauben, die nach Zuckerwatte schmecken. Wenn ihr in den Niederlanden seid, geht zu Albert Heijn und holt euch so eine Packung Zuckerwatte-Trauben. Die gibt es nicht in jedem Albert Heijn. Ich muss sie jetzt wirklich suchen. Und aber der eine hier in Amersfoort hatte sie jetzt. Und ich bin happy. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennt einer von euch die Trauben? Wenn ihr so eine Traube kennt, dann sagt mir das. Ich kenne nämlich auch Trauben, die nach Kirschen schmecken. Die hatte ich mir auch mal auf dem Markt in Düsseldorf gekauft. Jetzt gibt es Trauben, die nach Zuckerwatte schmecken. Voll super.